sehr, sehr hilfreich, um da einfach besser zu spielen. Beim Fadenkreuz habe ich ganz viel ausprobiert. Ich habe mich jetzt erstmal für die Variante entschieden, eben die Farbe. Dann gehört es meiner Meinung nach, was auch sehr, sehr wichtig ist, das Bewegen links und rechts und mit dem Fadenkreuz auf dem Kopf zu bleiben. Das ist eine Übung, die ist mega anstrengend. Die sieht jetzt erstmal so vielleicht ein bisschen komisch aus, aber glaub mir, das bringt einen immensen Schub nach oben. Dieses Hin- und Her-Bewegen, das seht ihr vielleicht auch, wenn ihr im Deathmatch sind, dass einige Spieler immer links, rechts gehen, also A und D drücken. Wie ich das immer am einfachsten erkläre, ihr seht, man bewegt sich links, rechts und versucht immer, das Fadenkreuz auf den Kopf zu lassen. Und ist das nicht immer leicht im Mauspad? Wie sitze ich gerade? Habe ich mich schon warm gespielt? Habe ich mich nicht warm gespielt? Und hier schwenke ich immer am Anfang, bevor ich losgehe, gehe ich immer auf den Kopf und dann laufe ich immer hin und her. Das sieht so ein bisschen hakelig auch aus, aber das ist gar nicht schlimm. Weil das wird, je länger ihr diese Übung macht, ich mache sie immer, bevor ich anfange zu spielen, so dass ich die Höhe habe und eben schnell auf den Kopf schwenken kann. Sollte ich zu sehr bei dieser Übung nachziehen oder fühle ich mich nicht wohl, dann habe ich immer die Möglichkeit, die Sensibilität etwas hochzusetzen. Ich mache das meist in Zweierschritten, so wie hier zum Beispiel. Dann gucke ich, wie fühlt sich das an? Ist das jetzt etwas besser? Ist das ruhiger? Oder je nachdem, wie man halt eben drauf ist an dem Tag. Und dann justiere ich das nochmal. Hier gehe ich jetzt in dem Fall von 0,29 auf 3,0, auf 0,3 runter. Und damit fühle ich mich dann etwas wohler, wie ihr hier gerade seht. Dann mache ich die Links- und Rechts-Steps. Das ist auch immer so eine Übung, die ich mache, einfach um auch im Handgelenk lockerer zu werden, bevor ich wirklich anfange zu schießen mit dem ganzen Kram, dass ich einfach die ganze Zeit Linksstep, Rechtsstep und dann immer auf das eine Ziel drauf bleibe, hin und her schwenk, wie ihr seht, hier immer diese Steps, wo sind die, und die Steps auch auf ein Ziel, also Linksstep ein Ziel, Rechtsstep ein Ziel, und dass ich dann immer genau sehe, aha, so läuft das und so mache ich mich warm. Das ist das, was ich in Vorbereitung sagen kann. Das ist das, wie ich spiele, wie ich gerade etwas tue, wie ich mich vorbereite, wie meine Einstellungen soweit sind. In dem nächsten Video geht es dann um die einzelnen Dinge. Was ist im Spiel wichtig? Wie spiele ich genau? Und ja, ich hoffe, es hat euch hier soweit gefallen. Vergesst den Sound, wie gesagt, nicht. Und wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß.